Die Berchtesgadener Alpen. Perfekte Kulisse für den neuen Volvo XC40 T5 Twin Engine. Der kleine SUV schließt eine Lücke, denn nun gibt es alle Modelle des schwedischen Autobauers auch in einer Plug-in-Hybrid-Variante. Immerhin bis zu 56 Kilometer soll der XC40 so in der Stadt rein elektrisch unterwegs sein können. Geht es allerdings über Land, dann wird die Reichweite, wie bei der Konkurrenz, geringer ausfallen. Umweltbewusst unterwegs zu sein, ist nach wie vor nicht preiswert. Der T5 startet bei 49.000 Euro. Doch die Schweden haben sich etwas einfallen lassen, damit in Zukunft immer mehr Volvo-Fahrer elektrisch unterwegs sind. Einmal kann man mit einem Fahrzeugleasing eine Wallbox leasen, sodass man zu Hause auch laden kann. Und das andere ist, dass wir einem Kunden auch über ein Jahr den Strom wieder zurückbezahlen, den er zum Laden seines E-Fahrzeuges braucht. Und so kann man immerhin über 2.000 Euro sparen. Rein äußerlich unterscheidet sich der Plug-in-Hybrid nicht von seinen Verbrennerkollegen. Unter der Haube schlagen aber natürlich zwei Herzen in seiner Brust. Der Dreizylindermotor leistet 180 PS, der E-Motor zusätzlich 82 und so kommt der Premium-SUV auf eine Systemleistung von 262 PS und 425 Newtonmeter Drehmoment. Höchstgeschwindigkeit 205 km/h. Der Innenraum typisch skandinavisch, elegant, ohne aufzufallen. In Sachen Verbrauch gibt Volvo übrigens einen kombinierten Wert von bis zu 2,4 Litern an. Dieser wird beim Fahrspaß auf einer abgesperrten, eisigen Teststrecke natürlich nicht ganz erreicht. Für bessere Verbrauchswerte kann in Zukunft auch die Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit sorgen. Ab Mitte des Jahres wird kein neues Volvo-Modell schneller als 180 km/h sein. Doch diese Entscheidung hat einen noch viel wichtigeren Grund. Unsere Unfallforscher haben eindeutig festgestellt, dass es Bereiche gibt, die zu Unfällen führen, die ein Fahrzeughersteller selbst nicht mehr ausschließen kann. Das heißt beispielsweise Drogengenuss, also Alkohol oder Rauschmittel. Und das andere ist überhöhte Geschwindigkeit. Und wir sind mit den Assistenzsystemen so gut, dass wir das unterstützen können, aber wir können es nicht ausschließen. Deshalb haben wir gesagt, wir nehmen unsere Verantwortung in die Hand. Wir tun mehr für die Sicherheit, aber damit gleichzeitig auch mehr für die Nachhaltigkeit und haben uns entschlossen, die Fahrzeuge auf 180 km/h Höchstgeschwindigkeit abzusichern. Eine konsequente Entscheidung, die hoffentlich Nachahmer findet. In Sachen Elektroantrieb tut sich bei Volvo übrigens noch mehr. Ende des Jahres kommt mit dem XC40 Recharge Pure Electric eine neue Variante auf den Markt. Und wie der Name schon sagt, soll man mit ihm dann bis zu 400 Kilometer rein elektrisch unterwegs sein.